Ich habe schon wieder was für euch, Leute. Ich wollte mal schnell zeigen, wie man die Schrift bzw. die Bildchen vom Replay-Modus ändern kann. Okay. O sole mio, o lecco mio. Und schon da. Habt ihr ein Glück, muss nicht weiter singen. So, wir gehen auf Thema. Theme Designer. Screens. Jetzt gehen wir zu der Seite. Und man weiß ja, hier kommt immer Replay. Jetzt klicken wir auf die Wattzahl. Kein Replay. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Klicken wir hier unten, sehen wir auch nichts. Und hier auch nicht. Was machen wir denn da? Klicken wir uns durch, überall wo Replay steht. Oh, schaut mal, dort sieht man etwas. Juhu. Nein, also, es steht hier kein Replay. So, das bedeutet, Replay ist nicht aktiviert. Dies könnt ihr jetzt halt ändern, indem ihr auf Laden klickt und dann, was weiß ich, Bilder, Dena, Theme Bilder. So, und dann, ne, macht ihr vorher ein Bildchen. Ich kann auch mal zeigen, wie ich das habe. Das ist zum Beispiel 67 mal 65, Quatsch, 67 mal 25 Pixel. So, dann klickt ihr das da an und fertig aus Mickey Maus. So, jetzt habt ihr aber immer noch nicht das Ich replaye oder Replay aktivieren oder starten, wie ihr immer das nennen wollt. Wenn ihr das haben wollt, dann geht ihr auf das Bildchen, Select Other Control und sehe da, ihr habt die anderen beiden, wo ich jetzt reingemacht habe, ich replaye und Zug sichern. Ist alles ein bisschen tricky, man muss ein bisschen rumklicken, bis man dann das entsprechende Feld auch trifft. Ist doof gemacht, aber man gelobt Verbesserung. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Wie gesagt, erstellt ein paar Bilder, stellt die dann da rein, ladet die hoch, anschließend Apply, Apply drücken, wie auch immer man sich, wie immer man das ausdrückt. So. Und dann zum DNA übertragen. Und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und nein, ich schneide nichts, auch wenn ich mich verhaspel. Das ist nämlich menschlich. In diesem Sinne, Replay ist die Zukunft und die Zukunft ist jetzt. Baba.